Herzlich willkommen zurück zu Immortals Phoenix Rising. Ja, in der letzten Folge haben wir ein bisschen gecuttet, damit das Ganze nicht so lange wird mit dieser Folge. Und wir befinden uns immer noch auf der Suche nach der Truhe. So nicht, mein Freund. So, haben wir direkt auch schon mal wieder zwei Tiere mehr getötet, ne? So, da, oh, da gibt es ein Rätsel für und die ist bewacht, so wie es aussieht. Gar nicht gut. Eieieiei. Okay. Ich hoffe, der ist nicht ganz so mächtig, wie er aussieht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wahrscheinlich wird das jetzt auch wieder so ein Desaster. Kann mich aber hier nirgendwo reinschleichen, oder? Da hinten kann ich. Nein, geh schlafen, genau. So ist brav. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh. Komm, komm, komm. Oh. Okay. Eieiei. Okay. Oh. Okay, also ich brauche hier was Schweres zum Draufstellen. Die Frage ist, oh, die können wir auch nehmen. Ist das denn richtig schwer? Oder reicht das noch nicht? Das ist die große Frage. Mit mir zusammen reicht das, oder wie? Dann machen wir hier noch ein zweites rein. Ich hoffe, das kann man so da reinlegen. Ja. Okay, perfekt. Die Truhe haben wir schon mal. Nice. Zumindest optisch. Da gucken wir doch direkt mal nach. Ach, wir haben zwei andere. Se Ach nee, das war das mit dem Ausdauerfeld, das eine. Plus 30% Verteidigung gegen einzigartige Gegner. Okay, ich möchte dir mal. Oh, die sieht ja nice aus von der Optik her. Das ist ja klasse. Ich meine, gut, die andere hat ein Gesundheitsfeld mehr, ne? Das ist natürlich schon, denke ich mal, nicht schlecht. Aber 30% mehr Verteidigung gegen einzigartige Gegner. Das ist natürlich auch geil. Es sieht auf jeden Fall richtig geil aus, so von den Farben her. Zusätzlich plus 2 auf Combo-Anzeige bei Treffer gegen einzigartige Gegner. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir laufen jetzt aber erstmal weiter mit der Rüstung rum. Aber die ist schon sehr nice, muss man ja sagen. Die andere Truhe ist irgendwo da oben. Beziehungsweise in der Richtung. Das schauen wir dann nochmal. Ich denke mal, da muss ich hier rüber. Ach, Moment, hier war ich doch schon mal, genau. Da ist jetzt die große Frage. Die ist jetzt direkt rechts neben mir. Große Frage ist jetzt, ist die hier oben oder ist die eventuell unter mir? Hier ist was drin. Was ist das denn? Ach so, das ist die Truhe. Ah! Okay. Und hier muss ich was draufstellen? Oder auch nicht? Vielleicht muss ich die anderen dann kaputt machen oder so. Auch nicht. Aber hier waren. Ach so. Okay, Moment. Hier waren noch Schafe. Eins habe ich hier gesehen. Aber wo das andere ist, weiß ich jetzt nicht. Doch, hier rechts ist eins gewesen gerade. So. Das stellen wir mal da drauf. Ob das jetzt richtig ist, weiß ich nicht. Aber ich hoffe mal, das macht keinen Unterschied. Das sind ja alles Schafe. Eins da drauf. Perfekt. Mähne des Stolzes. Okay.
Ja, Mähne wahrscheinlich, weil das jetzt auch hier Schafe waren. Das schauen wir doch mal eben. Also, Mähne hier. Plus 150% Schaden gegen unverwundene Gegner. Gegen unverwundene Gegner. Ja, also gegen. Also der erste Treffer sozusagen ist dann besser, oder wie? Das ist doch doof. Dann habe ich lieber mehr Schaden mit der Axt. Dann behalte ich den lieber erstmal. Ja, dann würde ich sagen, mache ich das so. Was ist das jetzt da hinten noch für eine. Ach. Ich vergesse mal lange gedrückt zu halten. Was ist das noch für eine Truhe, die mir da angezeigt wird mit 150 Meter? Ach, das ist wahrscheinlich die hier. Ja, da würde ich auch gerne noch hingehen. Das war aber jetzt die andere Truhe, die mir angezeigt wird. Das war die falsche Richtung. Die wird mir gar nicht angezeigt. Doch, die ist da. Die würde ich auch gerne noch machen. Ich weiß aber nicht, wie lange jetzt hier die Herausforderung dauert. Weil hier sind wir ja schon mal gewesen. Haben hier irgendwelche Gegner? Ich glaube nicht. Hier sind wir ja schon mal gewesen und hier müssen wir ja irgendein Rätsel machen, damit wir die Türen überhaupt aufkriegen. Das könnte aber unter Umständen etwas länger dauern. So, da sind Türen. Da sind Türen. Jetzt müssen wir hier mal gucken. Oder ist das jetzt eine Herausforderung, wo ich durch irgendwas durchschießen muss? Ach, okay. Kann man das von hier aus? Kann man das so? Aber ich glaube nicht, oder? Nee. Ich hätte da drin das auch noch was, sehe ich jetzt gerade. Ich hätte jetzt gedacht, ich müsste hier da durchschießen und den Pfeil dann, also mit dem Pfeil das Ganze entzünden. Da kann ich rein, aber da komme ich doch nicht mal raus, oder? ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, deswegen werde ich jetzt mal kurz schnell speichern, dass ich zur Not wieder hier rauskomme, weil man weiß ja nie, was für eine Tücke da drin ist. Ach so, okay. Ach so, ich kann auch wieder hochklettern. Okay, also hier ist was, womit ich was beschweren muss. Das müsste doch eigentlich gehen, wenn ich das da drauf stelle, oder? Das kann man machen, um vorne wieder rauszukommen. Ja, aber was bringt mir das jetzt? Was bringt mir das jetzt? Das ist jetzt die Frage. Wenn das übrigens zu lange dauert, werde ich zwischendurch mal einen kleinen Cut machen. Weil ich möchte euch natürlich nicht stundenlang jetzt nur an dem einen Rätsel hier mich mit dem aufhalten. Ich kann auch schon nicht mal reden. Ich muss ja erstmal gucken. Warte mal, das ist Wasser. Das hilft uns aber auch nicht weiter. Was? Hallo? Ich wollte gerade sagen, jetzt bewegt sie sich nicht mehr. So, wenn ich das mache, was passiert dann? Dann geht das auf. Okay. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall was haben, was wir da drauf tun können. Ja, komm, geh doch mal da hoch. So, haben wir denn hier irgendwo einen Stein oder so? Weil sowas kann man, glaube ich, nicht nehmen, ne? Nee. Natürlich haben wir keinen. Hier oben haben wir was. Das könnten wir vielleicht nehmen. Doch, da ist ein Stein. Okay. Den nehmen wir mal mit. Würde ja auch was Leichtes reichen, aber was ist am Backen hier mit diesen Dingern? So, bleib schön drauf liegen, sonst komme ich nicht mal raus. So, jetzt sind wir hier drin. Und nu, dann können wir da unten rein. Und kommen nicht mehr weiter. Okay, ja, hat uns jetzt viel gebracht. Oh, Moment. Aber ich habe nicht so viel Ausdauer. Okay. Hat mir das jetzt irgendwas gebracht? Ich hoffe. Jetzt muss ich aber hier wieder zurück, ne? Das war hier. Cool.
Gut, wie komme ich jetzt hier nochmal raus? Ich muss hier hoch. So, lass los. Hallo. Hier kann ich auch noch was aktivieren, aber das war... Achso, das ist, um hier wieder rauszukommen. Okay. Ja. Die Frage ist jetzt, was habe ich jetzt hier aktiviert? Hat das was mit der anderen Seite zu tun? Nein, das ist immer noch zu. Hier ist auch zu. Hier könnte man aber theoretisch auch was aktivieren, glaube ich. Ah! Okay, wir müssen also 4 von den Dingern aktivieren. Okay, verstehe. Oh, da ist auch nochmal ein Gegner. Oh. Hallöchen, was bist du denn hier für ein Gegner? Oh, oh, oh. Okay, ich denke ja nicht, aber vielleicht müssen wir irgendwas obendrauf noch machen. Ich dachte gerade, da steht einer. So, Moment. Nee, das ist aber eigentlich... Aber vielleicht sieht man von hier oben irgendwas, was man so nicht sehen kann. Weil hier oben sind wir ja schon mal rumgelaufen. Da ist... Aha, wo kommt das? Ach so, das hätte man jetzt theoretisch nach unten stellen können wahrscheinlich. Es ist aber auch zu weit weg. Hm. Also ich denke mal nicht, dass wir das noch brauchen, aber ich kann es hier mal eben nach unten stellen. Komme ich da so ran? Ich komme da so gar nicht richtig ran, ne? Das wollte ich nicht. Irgendwas ist doch gerade passiert. Ah nee, das ist nur das, was ich gehört habe. Okay. Ja gut, ich dachte jetzt schon, hier ist Gold, aber das kann man wahrscheinlich nicht. Nee, natürlich nicht. Okay. Häng dich dran, los. Gut, also von hier oben kann ich jetzt so nichts sehen. Oh, 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 oh. Es ist immer gut, wenn man gleiten kann. Also von hier oben kann ich jetzt erstmal nichts sehen, was uns jetzt weiterhilft. Vielleicht können wir hier irgendwo noch tauchen. Hier kommen wir auch rein. Nee, oder? Hätte ich da jetzt einfach reingehen müssen und drücken müssen? Ja, geil. Oh, Leute, echt. Nein. Also hier draußen ist auf jeden Fall schon mal nichts zum Tauchen. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir auf jeden Fall noch 2 von den Dingern hinkriegen. Ich sehe aber jetzt gerade, dass die Folge doch ziemlich lange schon geht. Ich denke mal, das hat eventuell... Oh, Moment, das... Ach, das ist jetzt... Ah, ich probiere es jetzt noch einmal hiermit, bevor ich was anderes mache. Ja. Perfekt. Damit ist es jetzt hier aufgegangen. Hier war nicht der Schlägertyp drin, ne? Nee. Okay, perfekt. Damit haben wir das dritte. Okay, das dritte. Ich schätze mal... Das vierte wird dann doch irgendwie hier drin sein, oder nicht? Oder war das wirklich nur dieser Start, damit wir die eine Tür aufmachen können? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hier ist auch so nichts mehr. Das ist oben alles zu. Ich guck nochmal hier unten. Ja, geh doch mal runter, Mann. Ja, der hat das aktiviert, der bleibt hier liegen. Ja, ich denke mal, dass das alles ist, was man hier machen kann. Komm, kletter hoch. Ja. Es ist wirklich blöd, dass man vorne so nicht rankommt, sondern erst, wenn man das alles gemacht hat hier. Die vorne da... Denke ich mal, haben aber nichts damit zu tun.
Das Einzige, was jetzt sein kann, dass ich jetzt wirklich oben nochmal was machen müsste. Aber das glaube ich jetzt eher nicht. Das hier wird wahrscheinlich auch nur Fake sein. Beziehungsweise auch nur wegen den... Ja, man kann den Boden, glaube ich, auch nicht zerstören hier. Oben könnte man... Aber, naja, ich denke mal nicht, dass ich da irgendwie... Oder? Nein! Och! Falsche Taste. Mann. Nee, okay, das kann man nicht zerstören. Ich hatte jetzt gedacht, man könnte da irgendwie... Weil das sieht so bröckelig aus, als ob man da hochkommt. Hier ist ein Statue. Da ist ein Statue. Ich will jetzt auch nicht den Typen hier werfen, aber ich glaube, den werde ich wahrscheinlich auch nicht werfen können. Nee, ich kann nur den Stein anvisieren. Ja, also hier ist auf jeden Fall das vierte Teil und ich denke, dass man eventuell oben irgendwas kaputt hauen muss, aber wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich ist das auch nur Fake. Wahrscheinlich muss ich irgendwas anderes finden, womit ich das hier entzünden kann. Ich schaue mich nochmal ein bisschen um. Weil wir jetzt schon an einer halben Stunde dran sind, cutte ich das hier mal ein bisschen. Und sollte ich was finden, schalte ich euch dann gleich nochmal eben hinzu. Kann ich hier vielleicht mehr aufladen oder so? Nein! Wollt ihr mich veräppeln? Ja, ihr Lieben. Ich habe dann gedacht, da ich hier noch mal ein bisschen rumgelaufen bin und nichts gefunden habe, habe ich mir gedacht, ich versuche es doch noch mal hier oben zu zerschmettern, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass das was anderes ist. Und wie ihr seht, es hat jetzt doch geklappt. Keine Ahnung, warum es vorher nicht geklappt hat. Ich will es auch gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Ich will jetzt nur hier durchschießen. Okay, perfekt. Eieiei. Gut, dann haben wir das schon mal geschafft. Allerdings müssen wir jetzt noch den Gegner schaffen, der da drin steckt. Und geh bloß nicht da hoch. Und ich hoffe, dass der nicht so schwer ist, wie der aussieht. Doch ich glaube, der holt sich immer wieder neue Sachen. Eieiei. Ich habe jetzt schon ein bisschen Schiss, aber drückt mir die Daumen, dass das funktioniert. Oh. Oh, der ist ja gar nicht so stark. Oh, und ich habe schon gedacht. Ich habe schon... Was ist das denn hier? Das war sein Schwert, oder? Ja, also sein Schild, meine ich. Satyrpelz des Schwelgens. Okay, was höre ich denn hier die ganze Zeit? Was ist das denn? Verbesserung verfügbar. Du hast genug Adamantscherben. Ah, für Rüstungen. Was höre ich denn hier? Was bist du denn? Oh. Merke dir die Melodie kleiner Lyren? Was, wie, wo? Moment, Melodie merken heißt für mich, ich muss mir was aufschreiben. Wenn denn... Ach, wenn ich denn hier nicht gerade so total verzweifelt versuchen würde, ein Papierstück rauszuziehen. Also, wir machen das nochmal. Nein, ach, falsche Taste. Mann, Y. Lila, grün, blau, gelb. Gelb. Lila, grün, blau, gelb, gelb. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich das jetzt genau spielen soll. Warte mal, 3, 1... 2, 4, 3, 1, 2, 4, 4. Ich weiß ja nicht, ob man das an den Farben erkennt oder ob man das irgendwo anders dran erkennen muss. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich dachte jetzt, ich könnte die mitnehmen oder so, aber offensichtlich kann man das nicht. Ja, aber dann haben wir zumindest schon mal diese Herausforderung heute bestanden.
Und dann werde ich mal gucken, was das hier mit dieser Lyra auf sich hat in der nächsten Folge. Und werde noch gucken, dass ich zwei Tiere besiege, damit wir auch diese Quest dann abgeben können. Bis zur nächsten Folge. Ciao!